Gut, jetzt wollen wir ein bisschen was sprechen über die Kooperationskasse und auch danach über die Neudeutsche Gesundheitskasse. Und da das aufeinander aufgebaut ist, kann ich eigentlich auch eine Stunde durchziehen und die Sachen miteinander vermischen, wenn ihr einverstanden seid. Ja, gut, super. Ja, mich würde vielleicht mal, dass ich mal anfange zu sagen, warum tue ich das alles? Die Kooperationskasse ist einer der wichtigsten Segmente überhaupt, um sich frei zu machen. Denn Sie alle nutzen jetzt ein Geldsystem, was Sie alle im Hamsterrad laufen lässt. Unser Geldsystem funktioniert auf eine Art, dass Sie gar nicht frei werden können. Solange Sie dieses System nutzen, hält es Sie völlig gefangen, könnte man so sagen. Ich kann ja vielleicht mal ganz kurz aufführen, wie unser Geld überhaupt in den Umlauf kommt. Denn Kooperationskasse, Bank, hat ja mit Geld zu tun. Stellen Sie sich vor, da gibt es eine private Institution, die nennt sich Europäische Zentralbank. Also Privatleute. Die drucken Kunstgegenstände. Die nennen Sie Euros. Und wenn Sie den Euro mal aus Ihrem Portemonnaie nehmen, machen Sie das mal spaßhalber, nehmen Sie mal einen, wenn Sie einen haben. Ja. Also so einen Schein, sage ich mal so, ja. Gucken Sie mal so einen Schein an. Und dann sehen Sie auf dem Schein, wo dann die Buchstaben EZB und in allen Sprachen stehen, links daneben einen kleinen Kreis mit einem C drin. Einem C. Das ist ein Copyright-Symbol. Das heißt also, diese Banknoten, das gar keine sind, das sind nur Kunstgegenstände, das Wort Banknote finden Sie auf dem Schein ja nicht mehr. Früher bei der D-Mark stand noch Banknote drauf. Jetzt können Sie das Wort Banknote vergeblich auf diesem Kunstgegenstand suchen. Deswegen steht da oben hier, geben Sie mir mal Ihren Schein hier, vielen Dank. Hier direkt hier oben neben der Europaflagge, da finden Sie so ein kleines C. Ja? Und das ist ja praktisch nichts anderes als ein Kunstgegenstand, der mit einem Copyright geschützt ist vor Nachahmung. Deswegen schützt man das Urheberrecht so dolle auch gegenwärtig, ne? Weil wenn man diese Scheine nachmacht, kann man nur wegen Verletzung des Urheberrechts belangt werden. Sonst eigentlich nicht, weil es ja nur ein Kunstgegenstand ist. Es gibt ja keine legitimierte Körperschaft, die das hier herausgibt. Es ist ja eine Privatinstitution. Es gibt ja keinen Staat, der das als Gewährsgeber herausgibt, ja. Die Staaten, die geben ja ihr eigenes Geld nicht mehr aus. Das ist wie in Amerika, die Federal Reserve Bank war die erste, kann man so sagen, die privates Geld ausgegeben hat, aus dem amerikanischen Volk, nee, meiner, gegen Zinsen verliehen hat. Ich will noch mehr zeigen. Also wenn Sie hinten gucken, sehen Sie hier nur so eine Brücken. Die Brücken gibt es aber echt nicht. Wenn Sie vorne gucken, gibt es nur so eine Fenster und so eine Torbögen. Gibt es im echt auch nicht. Deswegen ist es eben ein Kunstgegenstand. Ne? Deswegen hat er eben das Copyright-Symbol. Und der Satz, wer Banknoten nachmacht oder verfälscht oder nachgemacht und verfälscht, sich verschafft und in den Umlauf bringt, wird mit Gefängnis nicht unter 2 Jahren bestraft, den finden Sie auch nicht mehr hier drauf. Weil es nicht mehr strafbar ist. Weil es ist ja kein Geld. Es ist ein Kunstgegenstand, den Sie nutzen als Tauschmittel. Das heißt also, Sie können auch was anderes vereinen als Bahnmann, als Tauschmittel. Die früheren Kulturen haben gesagt, wir nehmen Salz oder was auch immer. Ja. Manche nehmen Kastanien bei den kleinen Kindern vielleicht, ja, als Tauschmittel. Und sie nehmen eben diese Kunstgegenstände hier. Früher war es noch so, jetzt, sie scheinen noch selten im Umlauf, dass hier noch eine andere Unterschrift drin war. Da war mal die Unterschrift von einem Herrn Duesenberg drauf. Der Herr Duesenberg, das war damals der Notenbankchef, der erste, der also der EZB-Chef war. Und der war früher auch in Holland der Chef der Zentralbank. Und 1992 hat auf dem Gulden ist sozusagen seine Unterschrift drauf. Und die Unterschrift des holländischen Guldens, die hat man einfach genommen und in den Euro hinein kopiert. Weil der Herr Duesenberg mit der Originalunterschrift nicht wieder dafür haften wollte, weil das ist ja alles Betrug. Ja, das weiß man mittlerweile. Die Herren von der Bundesbank, die waren mal bei mir im August 2009, die waren zu mir gekommen, weil sie gedacht haben, ja, wie kommt denn der Herr Fitzek auf die Idee, einfach eigenes Geld auszugeben und eine eigene Bank zu gründen? Das kann ja nicht mit rechten Dingen zugehen, ja, das ist ja gar nicht erlaubt, sowas, ne? Deswegen sind die zu mir gekommen und haben mich erstmal ausgefragt, warum ich denn das so mache. Und da habe ich denen dann erklärt, dass ja der Euro keine gesetzliche Währung ist. Da haben sie gesagt, wieso, ich habe das Bundesbankgesetz. Und da habe ich gesagt, na, wer kann denn ein Gesetz verabschieden? Erstmal braucht es einen legitimen Gesetzgeber. Eine Verwaltungssibylle kann das ja nicht, ja? Zweite Sache, habe ich ihm das alles erklärt, dass das alles Fälschungen sind, Urkundenfälschung. Weil die Unterschrift, wenn es ein Originaldokument wäre, kann ja nicht von woanders herein kopiert werden. Das geht ja nicht, ja, das ist ja Urkundenfälschung. Das haben sie das erste Mal bemerkt. Davon wussten sie nichts, ja. Dann haben sie sich erstmal schlau gemacht und danach haben sie mir ein paar Fragen gestellt. So, wir haben ja ganz viel telefoniert. Man könnte sagen, so ein-, zweimal die Woche, manchmal eine Stunde oder manchmal noch länger, ja. Und dann haben sie mir viele Fragen gestellt. Die waren ja auch Wittenberg gewesen, 3,5 Stunden, ne? Und haben zu mir auch gesagt, also Herr Fitzek, das, was Sie machen, ist nicht ganz ungefährlich. Andere Leute wurden dafür schon Kopf kürzer gemacht.
Da habe ich gesagt, ja, ich weiß, das hat man schon mal versucht, aber ist ihr nicht gelungen. Ja, und insofern, ich bin da völlig angstfrei, sage ich. Und Sie haben doch Miyamoto Musashi gelesen. Miyamoto Musashi, kann ich immer sagen, ist ein japanischer Schwertmeister. Der hat über die Kunst des Krieges und des Schwertziehens gesprochen und wie man mit dem Gegner umgeht, sozusagen. Ja? Was für eine Einstellung vom Inneren her hat. Und der hat gesagt, wer den Tod umarmt, wird siegen. Das heißt, wer gar keine Angst hat, auch vom Sterben nicht, Gedanke schafft Realität, der wird keine Probleme zu erwarten haben. Und das habe ich den Herrn dann geantwortet und nachdem die das dann gemerkt haben und auch gemerkt haben, ich habe genug juristisches Wissen und genug kaufmännisches Wissen, ich weiß, wie die Dinge wirklich sind, haben sie mir dann gesagt, also wir dürfen Ihnen keine Rechtsberatung geben, aber lesen Sie mal das und das, gucken Sie mal da und danach, schreiben Sie sich mal auf das und das. Ja. Ich sage, okay, habe ich das gemacht, recherchiert, gemerkt, aha, die meinen es ja auch nicht so schlecht mit mir. Ne? Innerhalb ihrer Möglichkeiten haben sie mir also versucht, Unterstützung zu geben, innerhalb dessen, was sie rechtlich sehen dürfen. Und dann bin ich auf den Trichter dann selbst gekommen und habe dann die Kooperationskasse auf eine Art gegründet, die dazu führt, dass die Kooperationskasse aufsichtsfrei tätig sein kann. Wir sind also eine Art Alternative zu den Banken, die aber nicht beaufsichtigt wird, weder von der Bundesbank noch von der Banken- und Finanzdienstleistungsaufsicht. Jemand, der Geld bei uns auf der Kooperationskasse anlegt, das ist vollkommen sicher besser als auf dem Liechtensteiner oder auf dem Luxemburger Konto oder wo auch immer, sagen wir sowas, weil niemand hat die Berechtigung, auf unsere Konten zu schauen. Die BAD selber und die Bankenaufsicht war selber, hat also, man könnte sagen, mir ein Schriftstück in die Hand gedrückt, wo sie die Kooperationskasse in ihrer rechtlichen Ausgestaltung bewertet hat und sich selber für unzuständig erklärt hat. Wenn das alte System sich schriftlich von der Bankenaufsicht also für unzuständig erklärt, kann juristisch gesehen mich niemand mehr in dieser Hinsicht angreifen. Das ist eine wichtige Sache. Denn wenn die Dinge noch angreifbar wären, könnten die Sachen ja vielleicht wieder irgendwie kaputt gemacht werden. Aber da die oberste Behörde, sogenannte Behörde der BRD, ihre eigene Unzuständigkeit schriftlich bestätigt hat, ist also alles in Ordnung. Die Kooperationskasse ist die Grundlage dafür, dass wir überhaupt arbeiten können. Diese Dinge, die Sie hier finden, wären ohne die Kooperationskasse nicht möglich. Denn Menschen wie Sie haben ihre Ersparnisse von der Dresdner Bank oder Sparkasse oder wo auch immer abgeholt und haben sie zur Sicherung ihrer eigenen Ersparnisse in die Kooperationskasse gepackt. Denn viele Menschen haben schon bemerkt, dass dieses System nicht mehr ewig lange hält. Sie müssen nur noch mal nach Griechenland gucken. Und es wird nicht besser. Denn die Spielregeln des Systems heißen, dass Sie alle Zinsen bezahlen, die gar nicht im Umlauf sind. Ich kann mal verdeutlichen, wie das Geldsystem also gestrickt ist. Dieser private Herausgeber sagt also, ich drucke Kunstgegenstände und verleihe euch diese Kunstgegenstände und ihr müsst mir auch dafür Zinsen zahlen. Jedes Geld kommt also durch eine Verschuldung in Umlauf. Wenn jeder seine Schuld zurückzahlen würde, gäbe es kein Geld mehr. Es ist also schon völlig unmöglich, die Schulden überhaupt zurückzuzahlen. Dann wird es kein Geld mehr geben. Des Weiteren werden die Zinsen, die man verlangt, nicht mit erschaffen. Das heißt also, man verleiht beispielsweise 10 Euro und verlangt 11 zurück am Jahresende. Also, das geht gar nicht. Und das wird Jahr für Jahr so weitergemacht. Und damit das nicht so schnell auffällt, erhöht man beständig die Geldmenge. Man gibt also immer neues Zahlungsmittel in den Umlauf. Jetzt wollen wir mal gucken. Stellen Sie sich mal vor, wir würden mal die Volkswirtschaft reduzieren auf 4 Stücken Butter als Beispiel. Ja? Und wir verdoppeln dann die Geldmenge. Vorher 4 Stücken Butter, 4 Geldscheine. Jetzt immer noch 4 Stücken Butter produziert, 8 Geldscheine. Entweder kriegen die Vierer keine Butter mehr oder die Butter ist auf einmal 2 Geldscheine wert. Das nennt man Inflation. Das kennen Sie alle. Das vernichtet alles Ihre Ersparnisse. Und wenn Sie den Bausparvertrag irgendwo machen oder so Sachen, wo Sie 2-3% Zinsen kriegen oder wie auch immer man das nennt, ja, dann hat die Inflation das schon aufgefressen. Und wenn wir mal ehrlich sind, glauben Sie, dass wir im Jahr 1,5-2% Inflation haben? Gucken Sie mal in Ihren Korb, wenn Sie in Kaufland irgendwie Ware einkaufen, vergleichen Sie mal das zu D-Mark-Preisen, zu Euro-Preisen. Ich glaube, die Euro-Preise sind mittlerweile höher als die D-Mark-Preise damals, ne? Da sehen wir also, was hier wirklich Inflation ist. Ne? Und wie lange gibt es den Euro? Seit 92, wenn ich mich nicht irre, war? Oder? 2002. Ach nee, quasi, genau, 2002, genau. Das heißt also, wir haben den noch nicht mal 10 Jahre und es ist auf jeden Fall schon die Hälfte des Zahlungsmittels kaputt, ja, muss ich sagen. 100% Inflation und mehr.
Das heißt also, es müsste ja eigentlich im Jahr so etwa 10% Inflation geben. Aber das sagt man natürlich nicht. Das wäre nämlich eine Katastrophe. Da würden Sie nicht mehr an das Zahlungsmittel glauben. Das gegenwärtige Zahlungsmittel funktioniert nur deswegen noch, weil Sie noch daran glauben. Einen anderen Grund hat es nicht, weil Sie es weiter nutzen. Einen anderen Grund hat es nicht. Sie könnten sich auch entscheiden, ein anderes Zahlungsmittel zu wählen. Sie können den Engel nehmen, andere Regionalwährung. Wenn ganz viele Menschen zu mir kommen würden und sagen, jawohl, wir wollen eine neue Währung, die wirklich etwas gewährt. Denn eine Währung gewährt Ihnen ein Recht auf Konsum. Da gibt es also einen Herausgeber, das ist normalerweise ein Staat, der sagt, okay, meine Bürger, die haben sich organisiert und die sind der Staat, sie sind der sogenannte Staat, den es gegenwärtig nicht gibt. Und in diesem können Sie sich organisieren und sagen, wir machen die Ordnung, wie wir wollen, selber. Dieses Recht haben Sie, Artikel 146 Grundgesetz. Wenn Sie sich als Volk eine neue Verfassung geben, dann läuft das. Dann bestimmen Sie die Regeln Ihres Zusammenlebens neu, sagen, wir machen bei euch nicht mehr mit, wir machen jetzt was anderes und dann akzeptieren die das, wenn sie es im größeren Stil tun. Wenn es nur einer wird oder zwei, boing, kriegen sie ihn auf den Kopf. Wir kriegen keine mehr auf den Kopf. Wir sind 1000 mittlerweile. Es gibt keine so großen Gerichtssäle, wo man 1000 Leute gleichzeitig laden kann. Aber da wir als Neudeutschland eine Gesamthandsgemeinschaft sind, also ein nicht eingetragener Verein, der mit einer fiduziarischen Stiftung verbunden ist, und wir, man könnte sagen, ein BAD-Rechtsträger nach BAD-Recht angehängt sind, wir beaufsichtigen uns also selbst. Ja? Wir beaufsichtigen unsere eigene Stiftung selbst, also ich, und ich beaufsichtige sozusagen auch meinen eigenen Verein selbst. Niemand hat dann Zugriffsrecht. Und wenn man uns vor Gericht laden möchte, kann man nicht nur mich laden. Man muss dann, um keinen Ladungsfehler zu begeben, alle Mitglieder laden. Alles andere ist ein Ladungsfehler und führt sofort zur Nichtigkeit. Das heißt, das BAD-System hat nicht mehr die Möglichkeit, rechtswirksam irgendwas von uns zu wollen. Ja. Diese rechtliche Konstruktion habe ich absichtlich gewählt, um diese Autarkie hinzukriegen. Und wenn das BAD-System so nett und zu mir ist, also die Menschen, die im System stecken, die etwas gestalten wollen, die haben erkannt, dass das, was hier wächst, durchaus etwas ist. Kleines Pflänzchen gegenwärtig noch, finde ich, was ein großer Baum werden kann, wenn Sie mitmachen. Aber nur dann. Ja. Ja, und deswegen haben sie beispielsweise das Engelgeld bewertet und gesagt, okay, abgeschlossen, sind wir nicht zuständig. Deswegen haben sie die Kooperationskasse geprüft und gesagt, okay, so wie das machen Sie das richtig, berührt unsere Rechtsordnung nicht, wir sind unzuständig. Mit der Gesundheitskasse haben sie das Gleiche gemacht, kann man so sagen, aber die BAD, Krankenkassen, lassen die Mitglieder meistens nicht heraus. Also muss man Plan B machen, der da heißt, das habe ich der BaFin auch schon mitgeteilt, ich werde die Mitglieder also animieren, die Rechtsordnung der BRD komplett zu verlassen und sich in unsere Ordnung hineinzubegeben. Das kann ich aber dann erst machen, wenn unsere Strukturen so rund sind, dass wir uns so organisieren, wie das System auch gut organisiert ist. Sie brauchen eine Rentenversicherung, Sie brauchen eine Krankenversicherung, Sie brauchen Geld, Sie brauchen ein Bankensystem, Sie brauchen ein Austauschsystem. Das brauchen Sie alles zum Leben, oder? Sie brauchen Häuser, Sie brauchen Strom, Energie, ein Dach über dem Kopf, alles ist wichtig. Kinderversorgung, Bildungssysteme, oder? Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, ich bin mal ein bisschen hart zu Ihnen, Sie nutzen gegenwärtig nur Hamsterradstrukturen. Ja, was anderes nutzen Sie nicht. Sie schicken Ihre Kinder in eine Institution, die dafür sorgt, dass Sklaven dressiert werden. Bin ich mal ganz hart? Und das sollten Sie doch wissen, oder? Das wissen Sie doch, oder? Wir können mal ein Beispiel nehmen. Wer kann jetzt mal im Kopf 97 mal 86 rechnen? Na, wer? Keiner? Wissen Sie warum nicht? Weil man Ihnen keine Mathematik beigebracht hat. Normalerweise müssten Sie jetzt einfach die Basiszahl 100 nehmen und beispielsweise 7 bis 100 sind 3 und bei 86 sind es 14. Also ziehen Sie die erste Zahl 3 von der kleineren ab, also von 86 3 runter sind 83, also 8300, steht schon mal fest. Und dann rechnen Sie hinten einfach noch 3 mal 14. Dann sind wir bei, na? Richtig, und da haben Sie das hintere Ergebnis. 8342. Ja? So einfach ist das Ergebnis. Ja. Aber diese Art von Rechnung bringt man Ihnen nicht im Kindergarten oder in der Schule auch nicht bei. Ja.
Man bringt ihnen Mathematik bei in der ersten Klasse. Da ist ihr Gehirn noch eigentlich in der Lage, so etwas aufzufassen. Das sollten sie mit 11 machen. Dann lernen sie es in 8 Wochen. Genauso wie in 10 Jahren. Als Beispiel. Und diese Systeme, die sie alle nutzen, die führen dazu, dass sie sich weiter verhalten wie Sklaven. Aber sie wählen das ja auch. Ich muss sagen, in den Gesetzen stehen überall Möglichkeiten der Gestaltung drin, die sie auch nutzen könnten und sagen, okay, wir können uns frei machen von diesem Status und sagen, wir organisieren uns einfach neu. Habe ich da auch gemacht. Ich lebe ihnen das einfach nur vor. Ich bin aber ohne sie gar nichts. Denn ich kann ohne sie gar nichts tun. Ich kann nur auf sie warten. Ja. Die Kooperationskasse ist die Möglichkeit, um alle Dinge, die Sie wollen, zu finanzieren. Wenn Sie jetzt Ihr Geld auf die Sparkasse schaffen, auf Dresdner Bank, was denken Sie, wo Ihr Geld hinwandert? Wird es denn gemeinwohlorientiert für Sie eingesetzt? Meistens nicht, oder? Aber trotzdem schaffen Sie Ihr Geld auf die Bank, oder? Was könnten Sie da anders machen? Sie können also Ihre Kraft, Ihre Energie, die Sie Ihr ganzes Leben aufgespart haben, denen nicht mehr zur Verfügung stellen, die es nicht gut mit Ihnen meinen. Sie sollten einfach diese ganze Kraft, diese ganze Energie, diese Zeit, die Sie investiert haben in Ihr Leben, was Sie dann in solche wertlosen Scheine packen, die demnächst wertlos werden, noch haben Sie ja einen Papierwert. Und Sie glauben ja noch daran, dass man damit was tauschen kann. Und das funktioniert deswegen auch nur noch. Ja? Gucken Sie auf die Taten. Ja? Gucken Sie auf die Taten, sprechen Sie mit den Leuten, die hier arbeiten. Gucken Sie, was da ins Leben tritt. Gucken Sie mein Leben an und schauen Sie im Prinzip, wie ich lebe. Ja? Wenn Sie das machen, super. Ja? Also es ist alles sowieso eine Vertrauenssache. Sie glauben jetzt an den Euro und vertrauen der Sache und es funktioniert noch. Sie könnten auch sagen, ich glaube an was anderes. Es wird auch funktionieren, wenn Sie daran glauben. Ja? Ich bin nur ein Handlanger. Ihr Handlanger. Muss ich mal so sagen. Ich bemühe mich darum, im Prinzip Strukturen hinzustellen, die Sie nutzen können. Sie können die Strukturen einfach verdoppeln und können das alles auch selber alles tun. Wissen Sie, ich habe vor Jahren schon versucht, Kooperationskassen in anderen Städten aufzubauen. Mit Menschen wie Ihnen. Jeder hat sich verweigert. Und hat gesagt, oh nee, Gottes Willen, selbst Bankkaufleute, oh nee, haben sie gesagt. Die denken, das braucht so ein Gebäude. Ja, braucht es nicht. Kleines Büro braucht es vielleicht, ja, wenn überhaupt, ja, mehr braucht es nicht. Und jemand das beibringen, das funktioniert, keine 10 Minuten. Super einfach. Wie funktioniert es ganz genau? Jemand beispielsweise, der bei uns Geld anlegen möchte, macht also Folgendes. Der ruft bei uns an und telefoniert und sagt, ich würde gerne so und so viel bei euch anlegen. Ist das möglich? Und sagt unser Büro oder der Hannes, je nachdem Michaela, wer dran ist. Jawohl, kein Problem. Sie können einfach von Ihrem Konto was auf unser Konto überweisen. Dann haben Sie einen Kontoauszug und man sieht, was Sie überwiesen haben. Wir sehen, was von Ihnen gekommen ist. Dann schicken wir Ihnen 2 Sparbücher zu. Die unterschreiben, machen die Daten vorne rein, unterschreiben beide Sparbücher und schicken die uns zurück. Dann tragen wir ein, wie viel Geld Sie bei uns angelegt haben. Und dann schicken wir ein Sparbuch von uns unterschrieben wieder an Sie zurück. Und in der Zukunft schreiben Sie Ihr Sparbuch zu Hause selber. Wenn Sie also wieder auf 100 Euro überweisen wollen, dann machen Sie das. Wir sehen es auf unserem Kontoauszug, Sie sehen es auf Ihrem Kontoauszug. Sie führen Ihr Sparbuch zu Hause, tragen 100 Euro ein, unterschreiben selber, dass Sie es gemacht haben. Und das Gleiche machen wir auch. Sie sehen zu Hause in Ihrem Buch, was Sie haben, und wir sehen bei uns, was Sie auf Ihrem Konto bei uns haben. Und auf dem Kontoauszügen kann man immer nachvollziehen, was ist passiert. Wir haben noch nie einen Fehler gemacht. Und wo ist da jetzt der Wert, also das Geld an sich? Wenn Sie beispielsweise den Euros bei uns anlegen, beispielsweise, was machen wir damit? Das ist ja dann auch erstmal nur Euro. Richtig. Aber gegenwärtig kann ich ja mit Euro noch alles einkaufen, oder? Stellen Sie sich mal vor, auf der Messe würden jetzt als Beispiel mal 1000 Leute kommen, ja, die alle vielleicht 1000 Euro anlegen würden. Nehmen wir mal als Beispiel. Wie viel Geld wäre das? 1 Million würde zusammenkommen, wenn die Leute sich nur organisieren und an einem Ort ihre Finanzmittel sammeln, ihre Energie sammeln und sie vielleicht zu jemandem geben würden, das muss nicht ich sein, sie können sich auch selber organisieren und so eine Kasse gründen, habe ich nichts dagegen, wenn sie das wollen. Ja? Und dann würden mit 1 Million eine Menge auf die Beine gestellt werden können, und zwar Dinge, die sie alle frei machen. Denn wenn sie alle Benzin und Diesel kriegen,
den wir selber produzieren, für unser eigenes Geld, dann erst werden sie alle frei. Was sind denn die basalen Bedürfnisse? Gucken wir doch mal ganz genau hin. Ein Dach über dem Kopf braucht man, wa? Warmes Küsse. Ja. Energie braucht man, um die Hütte zu heizen. Kraftstoff brauchen sie noch, von A nach B zu kommen. Ja, dann brauchen sie noch Liebe. Bisschen Essen, Wasser. Und das war es schon fast, oder? So die grundlegenden Dinge so, ne? Die sind dann eigentlich schon fast erreicht. Alles andere, sagen wir mal, so, sind zwischenmenschliche Kontakte, liebevolles Umfeld, ja, eine vernünftige Bildung, all so Dinge, die die Lebensqualität noch vermehren. Ja. Die kriegen die Dinge vom System auch zur Verfügung gestellt. Aber für alles müssen sie, tja, was eigentlich zahlen? Steuern gibt es ja im Grundgesetz eigentlich auch nicht. Ich habe keine Verpflichtung zur Zahlung von Steuern, aber irgendwie müssen wir das Gemeinwesen organisieren. Ne? Und im gegenwärtigen System, wo die Menschen hauptsächlich egoistisch denken, ist die gegenwärtige Ausgabe des Geldes auf diese Art noch völlig legitim. Denn ich sage den Leuten immer, wenn freie Energie und freies Geld existieren würde, bei allen Menschen, dann würden wir den Planeten zu betonieren. Sämtliche Bäume abholzen, da wäre schon alles längst verseucht. Oder? Was ist denn, wenn jetzt jemand das Geld wieder runterholen muss, weil das braucht? Wenn er das Geld wieder runterholt, dann holt er es. Dann ruft er bei uns an und sagt, ich würde mal gerne wieder 3.000 Euro zurückhaben oder 5.000 und ich würde mein Konto auflösen. Dann sagen wir, na klar, kein Problem, schicken wir ihn. Überweisen wir von unserem Konto auf Ihr Konto. Sie schreiben es bei sich auf dem Kooperationskassensparbuch wieder aus und wir ganz genauso. Wenn Sie mal anrufen würden und es vergessen würden und sagen, ich habe ja noch 3.000 Euro Guthaben, dann würden wir gucken, nö, Sie haben doch gerade alles abgeholt. Gucken Sie mal, wir schicken Ihnen mal den Kontoauszug zu. Dann würden Sie sagen, ach ja, ich erinnere mich, alles klar, als Beispiel. Ja. Also jeder weiß genau, was da passiert. Sie können also Ihr Geld einzahlen und unterschreiben immer eine sogenannte qualifizierte Nachrangabrede, in Verbindung mit einem Minusrecht und verbunden mit einer Vereinsmitgliedschaft. Diese Dinge führen dazu, dass die BRD unzuständig wird. Denn das Kreditwesengesetz sagt aus, dass Bankgeschäfte welche sind, die mit unbedingt rückzahlbaren Geldern des Publikums funktionieren. Das heißt also, ein Bankgeschäft ist, wenn jemand unter keinen Bedingungen, also unbedingt, Ihnen die Gelder zurückzahlt, die Sie darauf eingelegt haben. Ja? So nennt man das im KWG, Kreditwesengesetz. Also arbeiten wir einfach mit bedingt rückzahlbaren Geldern. Und damit wird das KWG ausgehebelt. Des Weiteren vergeben wir keine Renditen, sondern vergeben Genussrechte. Sie kommen also in den Genuss eines Vorzuges, beispielsweise Sprit dann zu kriegen für einen Engel 20. Als Beispiel, wenn Sie Geld in die Kooperationskasse anlegen würden, für solche Pyrolyseanlage beispielsweise. Ja? Oder es gibt noch andere Anlagen, wo man beispielsweise aus Hausmüll oder aus Grünschnitte oder aus Klärschlamm Steinkohle herstellen kann und Öl. Gibt es auch. Braucht etwa 1,5 bis 2 Millionen so eine Anlage, ja, um die zu produzieren. Aber wissen Sie, nur wenn Sie sich organisieren und die Informationen weitertragen und Ihre Gelder von der Sparkasse abholen, damit sie nicht mehr nach China fließen, wo da Leute für 30 Euro im Monat arbeiten und auf 8 Quadratmetern leben. Ja? Und das Zeug dann sozusagen hierher transportiert wird, hier verkauft wird und alle Arbeitsplätze platt macht hier. Weil Sie wollen doch nicht auf 8 Quadratmetern hausen, oder? Und für 30 Euro im Monat wollen Sie auch nicht leben, oder? Aber wenn Sie so weitermachen, Ihre finanziellen Mittel dem System zur Verfügung zu stellen, was Sie knechtet, dann werden Sie die Konsequenzen zu tragen haben. Das ist im Leben so, oder? Das kennen Sie doch. Also im Individuellen so, wenn Sie irgendwo nicht hingucken und Ihr Körper mal irgendwelche Wehwehchen hat, was passiert dann? Wenn es drückt, dann gucken Sie auf sich selber, oder? So machen wir ganz ehrlich. Oder? Dann geben Sie aber vielleicht mal Ihre Verantwortung ab, geben zum Doktor, irgendwann merken Sie, der hilft nicht dauerhaft, ja, dann geht es zum Heilpraktiker, hilft der dann dauerhaft? Auch nicht. Irgendwann merken Sie, ich muss auf mich selber gucken und bei mir anfangen zu arbeiten, oder? Und so wie das im Individuellen ist, wie man sozusagen immer ein paar Hintertritte braucht, um sich zu bewegen, ist es im Kollektiven auch so. Das heißt also, das System, wenn das die Daumenschrauben anzieht gegenwärtig, müssen Sie sich entscheiden, in welche Richtung wollen Sie. Wollen Sie weiterhin Ihre Eigenverantwortung abgeben und im Hamsterrad laufen? Oder wollen Sie Eigenverantwortung übernehmen und sagen, ich steige aus dem Hamsterrad aus und schaffe selber mit neue Strukturen? Das können Sie tun. Ich habe es Ihnen noch vorgemacht, das geht. Ja. Und es geht auch ohne Feindschaft zum alten System. Denn ich habe gegenüber niemanden irgendwelche Feindschaften. Ich denke, jeder Mensch tut das Beste innerhalb dessen, was er weiß. Und ich muss ihn da abholen, wo er steht. Und ihm nur sagen, dass ich nichts Böses möchte. Ja? Und wenn ich das tue
und angemessen auf denjenigen einwirke, dann hört er mir auch zu. Und wenn nicht, habe ich genug juristische Kenntnisse, um ihn dazu zu zwingen, mir zuzuhören. Hier ist beispielsweise im Verwaltungsverfahrensgesetz, § 24 Absatz 2, da steht wörtlich drin, die Behörde hat alle für den Einzelfall bedeutsamen, auch die für die Beteiligten günstigen Umstände zu berücksichtigen. Das heißt, sie müssen mir zuhören. Und wenn nicht, ist das ja eine Straftat im Prinzip. Ja? Wenn das vorsätzlich geschieht, ist es nur eine Straftat. Das nennt sich Rechtsbeugung Amt nach 339 Strafgesetzbuch. Und das ist eine Straftat, die bis 5 Jahre, so bis 10 Jahre in schweren Fällen mit Gefängnis bedroht ist. Und bei Straftaten sozusagen, oh, dann haben Sie tolle Rechte. 127 Strafprozessordnung beispielsweise. Da steht wörtlich drin, wird jemand auf frischer Tat betroffen oder verfolgt, so ist, wenn er der Fluchtverdächtig ist oder seine Identität nicht sofort festgestellt werden kann, jedermann befugt, ihn auch ohne richterliche Anordnung vorläufig festzunehmen. Ja? Sie können also, wenn Sie beispielsweise Straftäter irgendwo erleben, ob es in den Behörden ist oder irgendwo, Ihr Recht in Anspruch nehmen, wenn Sie es anwenden können, und diese Leute vorläufig festnehmen. Sowas mache ich auch, muss ich sagen. Ja? Ich bin da schon mehrfach aufgefallen in der Stadtverwaltung, hatte auch schon mal ein halbes Jahr Hausverbot, weil die Mitarbeiter sich fürchten vor mir, was ja völliger Unsinn ist, wa? Weil sie müssen sich einfach nur an ihre Rechte und an ihre Gesetze halten. Und wenn sie dann wirklich prüfen würden und die Dinge auch wirklich nicht nur versuchen würden abzufertigen, sondern sich mit ihren eigenen Gesetzestexten auskennen würden, dann könnten sie an das Recht halten, dann würden sie auch nicht festgenommen werden. Oder, ja, aber tut mir leid, muss ich halt manchmal machen, ja. Mache ich nicht gerne, muss ich sagen. Naja, können Sie auch. Dazu müssen Sie sich einfach nur ein bisschen mit der Juristerei beschäftigen. Und es kann echt Spaß machen, muss ich Ihnen sagen. Weil man dann so merkt, was man alles so tun darf. Das ist unglaublich. Es gibt eine Menge Freiheit und eine Menge Möglichkeiten. Ja. Aber kommen wir zur Kooperationskasse zurück. Also der Prozedere ist ganz einfach, wie gesagt. Das hat jeder verstanden, denke ich. Diese qualifizierte Nachabrede müssen Sie unterschreiben, nur deswegen, damit das System unzuständig wird und sagt, jawohl, für das, was der Herr Fitzek macht, sind wir nicht zuständig. Dann kann ich Ihre Gelder nehmen und sagen, was wollen Sie? Und Sie dürfen bei uns vorschreiben, was mit Ihren Geldern gemacht werden soll. Sie können Ihre Gelder auch jederzeit wieder zurückkriegen. Ja? Mal eine kleine Zwischenfrage. Passt jederzeit, ja? Wenn ich jetzt mache, 1.000 oder was ich habe, 10.000 ja. da reinstecke ja. und sage, ich möchte den günstigen Sprit nutzen. Den kriegen Sie dann? Ja, aber da muss ich immer extra herfahren. Nein, müssen Sie nicht. Nehmen wir mal als Beispiel, Sie organisieren sich. Hier sind aus Wiesbaden und Ecke Frankfurt, wie viele Leute sind hier arm hoch? Na, eine ganze Menge, wa? Sind schon ein paar. Ihr stellt euch mal vor, wir würden also einen Tankwagen anschaffen und sagen, Mensch, so ein 300-Liter-Tank, da fangen wir erstmal an, oder ein 1.000-Liter-Tank. Und dann machen wir so eine Rundtour, fahren mit dem Tanklader, Tankwagen durch Deutschland und liefern da mal 1.000 Liter ab, da mal 5.000 Liter ab. In Kiel und Hamburg liefern wir es ab, egal was auch immer. Wir produzieren das Zeug zentral hier und machen überall kleine Außenstellen. Oder wir sprechen mit freien Tankstellen. Und diese freien Tankstellenbesitzer sagen, okay, nur für Mitglieder gibt es an der Zapfsäule Sprit. Für Nichtmitglieder nicht. Sie müssen also Mitgliedsausweis nehmen und sagen, hier zur Tankstelle, ich würde mal Sprit kaufen wollen. Dann sagt der Tankwart, ja, an dieser Säule so, schreite ich jetzt mal frei. Machen Sie mal. So könnte es auch gehen, oder? Genau. Es gibt ganz viele Wege, wie man sich organisieren kann. Sie müssen es nur tun. Ja. Sie geben mir nur die Möglichkeit, in Ihrem Sinn etwas zu tun, wenn Sie Ihre Finanzmittel bei der Kooperationskasse anlegen. Wenn Sie es nicht tun, kann ich nichts tun. Ganz einfach. Dann warte ich auf Sie. Und ich weiß eins, die Daumenschrauben werden fester gedreht. Das System übt immer weiter Druck aus. Sie brauchen nur nach Griechenland gucken. Da wird jetzt gerade was durchexerziert. Da wird gerade durchexerziert, wie man einen sogenannten Staat abschafft. Da wird gerade durchexerziert, wie man das alles ins Privatrecht verschiebt, um alles gleichmachende Sklaven zu kriegen. Das finden Sie schon in der Bibel, in der Johannes-Offenbarung prophezeit. Wenn Sie den Film von Herrn Hörmann angucken, dann wissen Sie Bescheid, was das System der Zukunft sein wird. Wollt ihr euch den mal angucken oder habt ihr den im Internet schon mal gesehen? Ich habe doch den mit Untertiteln versehen. Und dann, ach, kennt ihr nicht? Nee, wer kennt den? Ein Professor Hörmann? Wie heißt der Film? Wenn ihr den nicht kennt, bei Wien TV war das mal ausgestrahlt worden. Aber wenn ihr wollt, gucken wir uns den mal an. Martin, hast du ihn da? Also dieser Film zeigt die Gesellschaft der Zukunft. Wie sich die internationale Hochfinanz diese Gesellschaft wünscht. Ich habe mir erlaubt, die Aussagen des Herrn Hörmann mit Untertiteln zu versehen, die den juristischen Gehalt dessen, was er da aussagt, mal darlegen und klarlegen. So damit Sie wissen, was die Gesellschaft der Zukunft für die Normalbürger sein wird. Und das werden die durchziehen. Weil die haben
dass die Mittel, denn Sie nutzen die Mittel. Sie können sich alles, was Sie wollen, einfach selber drucken, das Geld. Das könnten Sie auch. Ich mache das ja auch so. Ja. Wenn Sie beispielsweise Euro in Engelgeld umtauschen, dann nehme ich die Euro und schaffe neue Sachwerte. Und die Engel können Sie genauso nehmen und steuerfremd andere Geschäfte machen. Aber wenn natürlich da mal einer ist und da mal einer ist und keiner im Umfeld hat, wo auch unser Zahlungsmittel akzeptiert wird, dann wird es schwer. Aber Sie könnten ja vielleicht mal so 10, 20 in die Tasche stecken. Wenn Sie ganz viele Menschen auch begeistern für die Sache, dann, wenn das ganz viele nutzen, dann können Sie loslegen. Sie haben jetzt einen Kunstgegenstand in der Hand, mit dem Sie Tauschgeschäfte machen. Sie kriegen von mir einen anderen Kunstgegenstand in der Hand, mit dem Sie auch noch Tauschgeschäfte machen. Was anderes ist das nicht, oder? So eine Vereinbarung in Ihrem Kopf. Ja, wie wird denn jetzt überhaupt dann umgerechnet? Angenommen, ich will jetzt Engel. Noch ist 1 zu 1 auch nicht mehr lange. Machen wir kurz Stopp, Martin. Ja, ja, ich mach schon. Oder wir gucken uns erstmal den Film an. Ja. Ton ist, ja? Ja, also dieser Film, Zeitgeist Moving Forward, mutet natürlich für einfache Menschen etwas utopisch an. Insbesondere auch die Schlussszenen, wo die Menschen ihr Papiergeld einfach vor der Zentralbank abladen und damit zu verstehen geben, dass sie das nicht mehr benötigen. Aber wenn man die tieferen Zusammenhänge des heutigen Geldsystems verstanden hat, dann weiß man, dass die Menschen Geld auch heute schon nicht benötigen. Das, was wir als Geld betrachten und damit immer noch eine Substanz verknüpfen, eine Materie, etwas von Wert, das wir uns weitergeben, in einer Form von Austausch, existiert in Wirklichkeit natürlich nicht. Es ist reine Information, es ist eine Zahl und benötigt als solche auch kein Medium. Es benötigt kein Papier. Es kann als reine Aufzeichnung beispielsweise in einem Computerspeicher existieren, tut dies ohne dies und entsteht auch dort. Und das ist, wenn man es einmal durchschaut hat, auch das Problem unserer heutigen Finanzkrise. Geld entsteht durch einen Buchungssatz der Privatbanken. Privatbanken haben das Monopol der Geldschöpfung. Nicht die Zentralbank, nicht die Demokratie und die Art und Weise, wie sie durch Bilanzverlängerung Geld erzeugen, das im selben Moment immer Schuld ist, und zwar verzinste, zinstragende Schuld, das ist die Wurzel der heutigen Probleme, dass nämlich alle Schulden haben, die explodieren, exponentiell explodieren und die gar nicht rückzahlbar sind. Sie haben eine Behauptung aufgestellt, eine mutige, sage ich jetzt mal, das Ende des Geldes in Ihrem Buch, des gleichnamigen Buches, dass noch heuer, also im Jahr 2011, das Ende des Geldes da sein wird. Warum? Ja, das Ende des Geldes hat mehrere Bedeutungen, diese Formulierung. Einerseits ist das Geld, wie wir es heute verstehen, ja nichts anderes als eine Spielregel. Die Spielregel besagt, dass Individuen, Gruppen von Menschen, Institutionen und Staaten ihre Schulden zurückzahlen müssen, und zwar verzinst zurückzahlen. Wenn man diesen Auftrag ernst nimmt, dann geht sich das für die meisten Industriestaaten schon heuer rein rechnerisch nicht aus. Weil das, was heute passiert bei sogenannten Euro-Rettungsschirmen, ist ja nichts anderes, als dass durch neue Schulden alte Schulden bezahlt werden. Die neuen Schulden sind aber leider Gottes wieder verzinst. Ja? Das heißt, es ist absehbar, dass diese Schulden explodieren werden, und es ist schon heute klar, dass sie aufgrund dieser Spielregel nicht mehr bedient werden können. Das ist das Ende des Geldes aus der einen Perspektive. Die zweite Perspektive ist, dass die Bevölkerung einfach begreifen wird, dass das, was sie heute noch als Geld betrachten, in Wirklichkeit nie existiert hat. Geld, das einfach als Buchungssatz entsteht, hat keine Substanz und kann daher überhaupt nicht einen Eigenwert besitzen. Wenn wir das einmal begriffen haben, können wir etwas Geldähnliches, nämlich Zahlen, die menschliches Verhalten steuern, auf andere Art und Weise etablieren, und zwar auf demokratischer, auf Gesetzen basierender Art und Weise, gesetzlich abgesichert, transparent, von der Bevölkerung verstanden und nützlich für die menschliche Entwicklung. Was wird dem Geld folgen? Also womit werden wir dann am 01.01.2012, wenn Ihre Prognose eintrifft, bezahlen? Wenn das gelingt, was dieses internationale Wissenschaftlernetzwerk, dem ich angehöre, momentan entwickelt, dann wird es eine elektronische Zähleinheit sein, die mit Kaufkraft verbunden ist und nur noch für menschliche Leistungen und Fähigkeiten bezahlt werden wird. Die Menschen werden einen Überziehungsrahmen auf individuellen Konten erhalten und der entspricht dann zugleich dem sogenannten bedingungslosen Grundeinkommen.
Damit können Menschen einfach einkaufen gehen. Sie haben Kaufkraft. Und für jede Leistung, die sie in die Gemeinschaft einbringen, in Form eines elektronischen Netzes, in dem sie sich für die Produktion organisieren, werden sie sich mit Kaufkraft nach bestimmten transparenten und jederzeit änderbaren Spielregeln belohnen. Ziel wird allerdings sein, dass wir die Tätigkeiten, die Menschen vollbringen, in zwei Kategorien gliedern. Einmal Tätigkeiten, die die Menschen gerne tun, weil es ihnen Spaß macht, weil sie sich dabei weiterentwickeln können. Und dann die Tätigkeiten, die sie ungerne tun und die einfach gemacht werden müssen, weil sie anstehen als Aufgabe. Bezahlt werden die Menschen für beides, allerdings für die unangenehmen Tätigkeiten natürlich höher. Und besonders belohnt werden sie, wenn sie so intelligent und kreativ sind, dass sie sich in den unangenehmen Tätigkeiten wegrationalisieren durch Kreativität. Denn dann befreien sie nämlich auch etliche andere, die in einer ähnlichen unangenehmen Situation sind, und kriegen dafür eine Superprämie, damit sie sich auch selbst in einer anderen Tätigkeit wieder weiterentwickeln können. Das führt mich zur nächsten Frage: Wer werden die Gewinner dieses Systemwechsels sein und wer werden die Verlierer sein? Ja, das Interessante daran ist, dass es sich in dieser Form der gesellschaftlichen Ordnung um ein Nicht-Nullsummenspiel handelt. Und wir können daher, auch wenn das viele heute noch nicht verstehen, die sich gedanklich Geld immer nur als einen Topf mit einer endlichen Menge Goldstücke vorstellen können, wir werden daher in der Lage sein, sämtliche gesellschaftliche Schichten, die wir heute kennen, gleichzeitig zu Gewinnern zu erklären. Ja, weil wir in diesen Netzen kooperieren werden und es wird keine Konkurrenz mehr geben. Ist das Internet ein virtuelles Modell für diese Idee? Denn da funktioniert es ja auch teilweise so, dass durch Open Source zum Beispiel mehr Nutzen für die Allgemeinheit entsteht, und das erscheint mir als netter Vergleich. Also das Internet ist natürlich die Trägerplattform von der Technologie her, und Open Source ist eine ganz gute Analogie dazu. Wir können die Gesellschaft als Open Source Society begründen. Um ein kleines Beispiel zu bringen, es wird in Zukunft einfach nicht mehr notwendig sein, dass Automobilhersteller für sich betrachtet jeweils ein gesamtes Automobil produzieren. Also Mercedes, Audi, BMW, Toyota. Und damit automatisch in Konkurrenz geraten, sich gegenseitig verdrängen müssen. Es werden sich diese Hersteller auf bestimmte Teilkomponenten spezialisieren. Und die werden sie beispielsweise in einem Lego-ähnlichen Modulkonzept zu einem Automobil konfigurieren. Dieses Automobil wird aber dann beispielsweise 30 Jahre lang halten können, weil man immer nur einzelne Lego-artige Bausteine ersetzen wird, die wirklich defekt sind. Auf die Art und Weise kooperieren dann diese Hersteller und wir brauchen keine Konkurrenz mehr, sondern Kooperation. Es werden natürlich sehr viele Arbeitskräfte dadurch freigesetzt werden, das ist aber kein Problem, denn die werden weiterhin mit Kaufkraft versorgt und können sich geistig und ihre Fähigkeiten weiterentwickeln, um auf einer höheren Ebene wieder für die Gesellschaft nützlich zu sein. Stichwort Kooperation statt Konkurrenz, das kommt mir sehr bekannt vor. Ich glaube, ich habe das bei Attack mal gehört. Ja, Gemeinwohlwirtschaft. Ja. Bedeutet das auch, dass man ressourcenschonender wirtschaften kann, also umweltfreundlicher, biologischer, ohne Druck, ohne die Umwelt dadurch zu schädigen? Unser neues Geldsystem ist, wie gesagt, eine elektronische Zähleinheit, die nur noch menschliches Verhalten belohnt. Für die tote Materie, für Rohstoffe beispielsweise oder Halbfabrikate, gestalten wir einen separaten Rechnungskreis. Diese Dinge werden nicht mehr bewertet. Es gibt also für tote Materie, für Gegenstände keinen Wert mehr. Es wird auch nicht definiert, dass ein Bestandteil, ein Bauteil zum Beispiel aus Aluminium gefertigt sein muss, sondern ein Hersteller wird nur noch bezeichnen, welche Parameter die Substanz erfüllen muss, also welche Festigkeit, welcher Schmelzpunkt etc. Und Materialwissenschaftler werden dafür sorgen, dass die erforderliche Substanz immer so verfügbar ist, dass diese Bedingungen erfüllt werden. Aber es geht nicht mehr darum, um knappe Substanzen zu konkurrieren, sondern wir erfüllen die Funktionalität. Das heißt, mit reiner Materie werden alle versorgt, die sie benötigen. Wenn das nicht funktioniert, wird eine Synthese versucht und dafür sind Materialwissenschaftler zuständig, die wieder für ihre Tätigkeit und ihre Kreativität entlohnt werden. Der Vorteil ist, wenn wir Menschen wirklich nur bezahlen und belohnen mit elektronischem Geld für ihre Fähigkeiten und ihre Tätigkeiten, haben wir automatisch ein gerechtes System, denn an den eigenen Fähigkeiten kann jeder Mensch arbeiten, nicht aber zum Beispiel an der Erbschaft eines Unternehmens.
Das heißt, das Ende der Armut ist auch gleichzeitig das Ende des Reichtums. Bedeutet das nicht Gleichmacherei wie im Kommunismus? Nein. Wir werden einfach in anderen Kategorien denken, das ist der Trick dabei. Arm und reich wird es in dieser Variante nicht mehr geben. Es gibt dann nur noch Menschen in unterschiedlichen Entwicklungsphasen. Menschen, die als sehr junge erst einmal ihre Fähigkeiten, ihr Potenzial entdecken müssen. Menschen, die schon auf einem bestimmten Weg unterwegs sind. Menschen, die diesen Weg gerade unterbrechen, weil sie ein Jahr lang sich zurückziehen und neue Schwerpunkte suchen wollen. Und für alle diese Phasen werden die neuen Bankmitarbeiter, die Wegbegleiter zur Verfügung stehen, die als psychologische Coaches die Menschen ein Leben lang begleiten werden. Ja, das klingt wirklich alles sehr utopisch. Tja. Mir scheint das bedingungslose Grundeinkommen dafür unerlässlich. Richtig, ja. Und das können wir machen, indem jedes Individuum, jeder Mensch, beispielsweise über die Sozialversicherungsnummer ein Konto eingeräumt kriegt. Dort beginnen wir mit einem Überziehungsrahmen, das ist die Kaufkraft, mit der wir einkaufen gehen, das entspricht dem bedingungslosen Grundeinkommen. Auf die Art und Weise wird jeder, der leistet, bei seinem Konto automatisch ins Plus gehen, der Empfänger ins Minus. Und dieser Austausch ist als Zahl festgehalten, dimensionslos, so etwas wie Dollar, Euro, diese Anhängsel benötigen wir nicht mehr. Denn in Wirklichkeit ist ja ein Preis immer eine Wertrelation, ein Verhältnis. Und in der Relation kürzt sich die Dimension weg. 3 Meter zu 2 Meter ist 1,5, aber ohne Erweiterung. Historisch sind Mark, Krone etc. auf den Geldscheinen nichts anderes als Herrschaftssiegel, die damit historisch die Zustimmung zur wirtschaftlichen Tätigkeit im Herrschaftsbereich erteilt haben. Nach der Französischen Revolution, nach Verdrängung des Adels, nachdem also den Adeligen die Geldschöpfung entrissen wurde und auf die Banken übertragen, haben die Banken aber dieses Herrschaftssymbol als Zustimmung zur Transaktion, zur wirtschaftlichen Transaktion, als Ding mit Eigenwert konstruiert. Daraus entsteht der Materialismus, das heißt die vorgetäuschte Währung als Warengeld, wobei durch die Spekulanten die Wechselkursdifferenzen anheizen und davon leistungslose Einkommen generieren. Unternehmen der Realwirtschaft hingegen leiden unter diesen Wechselkursen, müssen sich dagegen wieder absichern und auch daran, nämlich sowohl an der Spekulation als auch an der Kursabsicherung, verdienen wieder die Banken. Das ist in kurzen Worten der Zusammenhang. Ja? Wenn wir also die Zähleinheit als Ding an sich begreifen mit Eigenwert, haben wir alle diese Paradoxien, dass zum Beispiel bei besonders erfolgreichen Ländern die Währungen unter Aufwertungsdruck geraten, ja, und umgekehrt, und damit eigentlich genau kontraproduktive Effekte auftreten, die wieder nur den Spekulanten nützen. So, wir gehen jetzt davon aus, dass Ihre Prognose stimmt, ja, und das Ende des Geldes heuer erfolgen wird. Wie können wir uns jetzt darauf vorbereiten? Also Leute, die gespart haben, zu denen ich nicht gehöre, also, die Geld auf der hohen Kante haben, was können die machen, damit die dann nach dem Ende des Geldes oder damit die dem Ende des Geldes relativ entspannt entgegensehen können, ohne große Furcht zu haben? Ja, der erste Schritt wird sein, das persönliche Lebensglück, das ja nur ein Gefühl ist, von Besitz und Eigentum unabhängig zu machen und in die Richtung selbstbestimmter Lebenszeit zu verlagern. Selbstbestimmte Lebenszeit, die dazu führt, dass ich den Schwerpunkt meiner Tätigkeit und meiner Fähigkeiten selbst wählen kann, ist sozusagen die Definition des neuen Glücks. Das, was man heute als Zähleinheit, als Geld zur Verfügung hat, sollte man so schnell wie möglich in der Realwirtschaft ausgeben. Das tun die Leute sowieso und es wird von den konventionellen Wirtschaftsforschern missverstanden und als Aufschwung interpretiert. Sollten die Währungen jetzt da tatsächlich zusammenbrechen, was wir wahrscheinlich ohne dies nicht vermeiden können, reicht es, wenn wir die Kompetenz der Geldschöpfung, also für jeden Menschen ein eigenes Konto, beispielsweise dem Sozialministerium übertragen. Wir haben alle eine Sozialversicherungsnummer. Wir brauchen für die elektronischen Bankomatkarten nichts anderes als eine neue Bankleitzahl. Dann können wir die ganze Infrastruktur weiterverwenden. Jeder Mensch, jeder Bürger hat über die Sozialversicherungsnummer sein Konto im neuen System. Die Geldschöpfung ist damit Aufgabe des Sozialministeriums. Das Finanzministerium können wir abschaffen. Das ist eigentlich eine gute Botschaft für alle Leute, die viel Geld auf der hohen Kante haben. Ganz genau. Die können es beispielsweise entweder selber ausgeben oder, was sie eben nicht in der Realwirtschaft ausgeben können, herschenken, damit es andere in der Realwirtschaft ausgeben können.
Person. Eine Abschlussfrage noch, weil sich das gerade aufdrängt im Zusammenhang mit Horten von Geld, drängt sich mir Betrug und kriminelle Energie auf. Was passiert mit diesen armen Kriminellen? Was sollen die in Zukunft machen? Was sollen die machen, die sich bisher Geld irgendwie unter dubiosen Umständen von Lobbyisten geholt haben? Was sollen diese armen Menschen machen in Zukunft? Ich würde nicht sagen, dass diese Menschen arm sind. Sie leiden wahrscheinlich einerseits unter Angst vor allfälligen Konsequenzen, andererseits unter Gewissensbissen. Wenn es uns gelingt, dieses neue System zu implementieren, und das ist ja nur von der politischen Zustimmung der Bevölkerung abhängig, dann haben die im neuen System nicht sehr viel zu befürchten, denn das neue System wird aus dieser Sicht betrugsfrei funktionieren. Und unser Ziel ist es ja nur, dass die gesamte Bevölkerung einen Strang zieht, insbesondere auch die Banken in ihrer neuen Funktion, indem sie Wegbegleiter ausbilden, zur Verfügung stellen, also als Wissensbanken, ja, dafür sorgen, dass das vernetzte Wissen zunimmt und die Leute dafür virtuell mit den Zieleinheiten belohnt werden. Und auch die, die bisher von etwas unmoralischen Methoden gut gelebt haben, denen kann man sagen, wir suchen keine Sündenböcke, wir wollen, dass die Menschen an einem Strang ziehen. Und wer uns sozusagen unterstützt, der kann seine Vergangenheit vergessen. In diesem Sinne danke ich Ihnen recht herzlich für das Gespräch. Danke Ihnen. Sind doch eigentlich klare Worte, die er so gesagt hat, die man, wenn man juristisch etwas Grundbildung hat, durchaus verstehen kann. Denn wenn er von einem Überziehungsrahmen spricht, den Sie bekommen, heißt das von vornherein, dass Sie kein Guthaben haben, sondern sich erstmal an die Verschuldung begeben. Und 241 BGB sagt, dass wenn jemand eine Schuld bei jemand anders hat, kann derjenige die Tilgung der Schuld verlangen. Das heißt, man kann sie dann alle arbeiten lassen für die Tilgung ihrer Schuld. Ja, das müssen Sie verstehen. Das heißt, also Sie können nachher nicht mehr auswählen, was Sie denn arbeiten wollen, sondern die kriegen ihre Arbeit zugewiesen. Das war zu dieser Zeit auch so, wenn man nicht die Arbeit hat, dann ist man ins Gefängnis gegangen. Ja. In der Bundesrepublik Deutschland kennt man das nicht, da kriegt man dann Hartz IV, Arbeitslosengeld, das gab es noch in der DDR gar nicht sowas. Man könnte also sagen, sehr viele Experimentierfelder geschaffen, die Sie als Staaten kennen, um zu schauen, in welcher Art von Experimentierfeld verhalten sich die Menschen auf welche Art. Das war alles große Feldversuche. Auch die Herren der Bundesbank haben zu mir gesagt, als sie hier waren, die haben zu mir gesagt, sie werden die Gier im Menschen nicht abschaffen. Und da habe ich gesagt, doch, das ist möglich. Wenn man den Menschen ein Umfeld bietet, in dem Mangel nicht existiert, in dem man könnte sagen, sie keine Angst haben müssen, nicht genug zu haben, dann haben die gesagt, na gut, dann machen sie mal ihren Feldversuch. Sie nehmen also alle an einem Feldversuch teil, so sehen die Leute das, beispielsweise die da etwas mehr zu sagen haben, als sie, die hier sitzen. Und ich sage mal so, ich bin gern bereit, diesen Feldversuch zu erweitern, ja, wenn Sie es wollen. Und würde mich dafür einsetzen, dass das Gemeinwohl gefördert wird. Und das, was ich genehmigt gekriegt habe, ist ja, einen Staat zu organisieren, ohne Steuersystem, in einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Und das, was schon da ist, ist praktisch, dass eine Art von Verfassung entworfen wurde, wo Auszüge davon schon im Internet sind, dass wir eine eigene Gerichtsbarkeit haben, die von dem BRD auch anerkannt wird, als Ersatzgerichtsbarkeit. Dass wir gerade dabei sind, die neue deutsche Garde aufzustellen, um eine eigene Polizei zu haben. Denn die Säulen eines Staates, sagt man ja immer, sind legislative, also gesetzgebende Körperschaft, judikative, also rechtsprechende Körperschaft und exekutive, die Dinge, die die Dinge durchsetzen nachher. Ja, was Sie alle beschließen sollten. Mit Artikel 20 Grundgesetz steht drin, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Aber ich glaube, Sie haben noch nie eine Wahl oder eine Abstimmung gemacht, die etwas bewegt hat, in Ihrem Sinne. Ja. Gibt es ja auch nicht, weil erstens gibt es keinen Staat. Tja, und man hält sich an die eigene Ordnung nicht mehr. Die Ordnung der Bundesrepublik Deutschland hat sich spätestens am 30.06. verabschiedet, denn das ist ein Termin gewesen, wo das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, dass ein neues Wahlgesetz zu machen ist. Das Wahlgesetz hätte also bis zum 30.06. vom Bundestag neu verabschiedet werden müssen, nach den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts, also nach Bundesverfassungsgerichtsgesetz, ich glaube § 36 ist es, binden alle Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts die gesetzgebenden Körperschaften, also die Institutionen, die Richter, alle Behörden. Das heißt also, jeder hat sich an die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zu halten. Wenn der Bundestag jetzt sich da nicht mehr dran denkt, zu halten, dann hat das Bundesverfassungsgericht nichts mehr zu sagen. Das ist so. Aber Sie laufen weiter im Hamsterrad.
Sie können sich auch umentscheiden. Nur wenn Sie sich umentscheiden und etwas tun, kann ich versuchen, etwas in Ihrem Sinn zu bewegen. Sie können auch alles Wissen nehmen, was auf den Internetseiten verbreitet ist. Sie können ja alles lesen, es ist alles veröffentlicht. Und können es selbst tun, wenn Sie wollen, in Ihrer Stadt. Sie haben die Freiheit, es zu tun. Die Kooperationskasse ist das Werkzeug, was uns erlaubt, all diese Dinge zu tun. Gegenwärtig sind in der Kooperationskasse etwa 660.000 Euro. 665.000 Euro, so um die Dreh rum. Das heißt also, eine Person war so frei, mal 300.000 Euro am Stück uns zu geben. Es war eine Rentnerin, die sagt, ich habe noch einen Haufen Häuser, ich habe 4.000 Euro Einnahme, habe eine Erbschaft gemacht. Was könnte was Sinnvolles damit machen? Ich würde es gerne abgeben, hat sie gesagt. Ich sage, ja, bin ich sehr dankbar dafür. Erst wollte sie uns einen großen Teil davon schenken, habe ich gesagt, lassen Sie sich mal Zeit, überlegen Sie sich das ruhig nochmal, das Geld ist ja nicht weg. Ja, aber es ist schön, dass Sie mir es zur Verfügung stellen. 2 Jahre lang hat sie diese qualifizierte Nachrangabrede so geschrieben, dass sie also 2 Jahre ihr Geld nicht braucht. Und jetzt kann ich 2 Jahre mit ihrem Geld arbeiten und ein wirtschaftliches Projekt auf die Beine stellen. Und nach 2 Jahren ist das Geld wieder da. Sie kann also nach 2 Jahren sicherlich auch wieder kommen und ihr Geld zurückhaben, wenn sie es möchte, wenn es den Euro dann noch gibt. Schauen wir mal. Wenn nicht, hat sie die Möglichkeit, einen Anspruch bei uns zu haben im gleichen Sachwert. Gegenwärtig ist Engel und Euro noch 1:1. Wenn wir aber eigenen Kraftstoff herstellen und eigenen Strom herstellen, dann werden wir einen Wechselkurs einführen zum Euro. Das heißt also, es wird danach dann so sein, dass wenn der Benzinpreis im BRD-System steigt, bei uns bleibt er immer stabil, dann werden wir den Wechselkurs am Energie- oder am Benzinpreis berechnen können. Und da muss man dann 1,20 Euro hinlegen für einen Engel beispielsweise. Wenn die Sache größer wird und ich habe etwa 1 Million an Engel gedruckt, vom Papierscheinwert her, wenn das so langsam an seine Grenzen kommt, und das ist noch lange nicht an seinen Grenzen, noch längst nicht, ja, dann würde ich habe mit der Bundesdruckerei mich schon mal in Verbindung gesetzt, auch die neue deutsche Mark ausgeben. Und das würde dann eine gesetzliche Währung in einem Staat sein. Den würde ich auch gründen wollen, wenn Sie das wollen. Dazu habe ich erst überlegt, mal 82.000 Menschen unter diese Ordnung zu vereinen, wenn die Menschen das wollen. Dann würde man eine Körperschaft des öffentlichen Rechts werden können, das heißt also wie die Kirche. Da darf ein Polizist auch nicht in die Kirche reingehen und jemanden verhaften. Man könnte sagen, ihre eigenen Territorialrechte, weil man sind Ableger vom Vatikanstaat. Die sind also exterritorial gegenüber dem alten System. Das heißt also, dass die BRD in diesem Bereich nicht zuständig ist. Ja, wenn der Verbrecher dann aus der Kirche kommt, darf man ihn festnehmen, aber in der Kirche kann man ihn nicht festnehmen. Ja. Können Sie mal sich alles vorstellen, wenn man in der BRD sozusagen, gibt es die Ordnung, dass man in Gaststätten nicht rauchen darf, aber wenn die Gaststätte auf die Idee kommt, einen Verein zu gründen und zu sagen, wir machen hier einen Raucherclub draus, dann kann man sehr wohl in Gaststätten rauchen. Ja. Das nennt man Satzungsautonomie. Das gleiche haben wir auch. Ja. Sie können also davon ausgehen, dass innerhalb unserer Strukturen die Ordnung der Bundesrepublik Deutschland keine Relevanz hat. Weder vom baurechtlichen noch von anderen Dingen her. Ja. Wir machen auf unserem Territorium das, was wir tun wollen. Natürlich beachten wir sehr viele Vorschriften, die sinnvoll sind. Aber es gibt beispielsweise auch eine Wärmeschutzverordnung, die ist völliger Blödsinn, wo man sagt, okay, decke mal dein Haus mit Styropor zu, dann wird es innen drin schön nass und dann hast du schön viel Schimmel, ja, das setzt deine Lebensqualität ab, mach mal, ja, das verordnen wir per Gesetz. Diesen Unsinn machen wir natürlich nicht mit, klar. Ja, aber sinnvolle Dinge schon. Dann sehe ich das noch mal. Ja, na, gerne doch. Wenn man sich jetzt abmeldet aus der Bundesrepublik. Ja. Dann. Also bei mir wäre es jetzt so, weil ich kriege sowieso nichts vom Arbeitsamt. Also ich wäre zumindest schon eine Kandidatin, die sagen würde, wenigstens erstmal mit einschreiben. Ja. Und wie ist das, wenn man ein Eigentum hat und dann ganz rausgeht? Man braucht dann ja auch scheinbar keine Steuern mehr bezahlen, oder? Soll ich es Ihnen ganz hart sagen, wie es ist? Bitte. Machen Sie mal die Fenster zu, weil es ist ganz schön laut. Machen Sie bitte mal die Fenster auf der Seite zu, oder? Ja, jetzt ist es ein bisschen leiser. Danke. Wenn Sie das für ernst nehmen, was der Mann gesagt hat, dann gibt es nur 2 Wahlmöglichkeiten, die Sie haben. Die eine ist, Sie machen weiter wie bisher. Dann werden Sie enteignet. Sie müssten einfach mal die allgemeinen Geschäftsbedingungen Ihrer Sparkasse lesen oder Ihrer Dresdner Bank, wo Sie Ihr Konten haben. Da haben Sie ein unbestimmtes Pfandrecht drin. Da steht wörtlich drin, dass alle Dinge, die in den geschäftsmäßigen Verkehr der Bank also gelangen, die Ihre Werte sind,
mit einem unbestimmten Pfandrecht belegt sind. Das heißt also, man kann sie einfach jederzeit, wenn man will, enteignen. Man kann alle Rechte, alle Sachen, alle Werte, die in den geschäftsmäßigen Verkehr in die Verfügungsgewalt der Bank gelangen, kann man sich einfach aneignen. Das geschieht manchmal auch schon. Ich kenne da selber ein paar Beispiele. Des Weiteren ist es so, dass die Gesetze gerade dafür hergerichtet werden, die privaten Personen in die sogenannte Haftung mitzunehmen für die sogenannten Staatsschulden. Das heißt also, wenn das System crasht, wird man sie alle zwangsweise enteignen. Und Herr Hörmann hat Ihnen das ja erklärt, was dann für eine Gesellschaft auf Sie wartet. Sie können weiter so machen, als ob das nicht existieren würde und den Kopf in den Sand stecken, Ihre Entscheidung, oder Sie sagen, das wollen wir nicht, wir machen es jetzt anders. Und dann müssten Sie einfach nichts anderes machen, als Ihre Finanzmittel dort abzuholen und sie dahin zu schaffen, wo Sie echte Ansprüche kriegen. Bei uns haben Sie immer den Anspruch auf Konsum. Denn wir schaffen und versuchen zu schaffen alle Dinge, die das menschliche Leben braucht. Also, wollen wir Häuser bauen. Also, schaffen wir Kraftstoff an. Verkaufen den Leuten Strom. Wir versuchen, Kindererziehung zu machen. Wir machen ab November jetzt einen neuen Kindergarten auf, beispielsweise. Wir machen den ohne eine Genehmigung. Ich habe Sie gesehen, ich rufe Sie dann auf. Wir machen das ohne eine Genehmigung von der BRD. Wir nennen das dann einfach nicht Kindergarten, wir nennen es einfach Elterninitiative. Ja? Es muss immer einfach nur richtig bezeichnet werden. Da muss man juristisches Wissen haben, damit man nicht die falschen Begriffe benutzt. Denn wenn Sie falsche Begriffe benutzen, machen Sie sich strafbar. Wenn Sie Begriffe anderweitig benutzen und die rechtliche Ausgestaltung so wählen, dass das alte System unzuständig ist, können Sie alles tun, was Sie wollen. Ja? Das geht. Wenn Sie beispielsweise ein Haus hätten, dann werden Sie später eine Zwangshypothek in Ihrem Haus wiederfinden, wenn Sie im alten System stecken bleiben. Wollen wir mal ganz ehrlich überlegen, wie machen die Naturvölker das? Gibt es da Eigentum an Grund und Boden? Es gibt nur Besitz an Grund und Boden. Man kann also etwas in Besitz nehmen, solange man darauf lebt, aber man hat nicht das Eigentumsrecht an dem Grund und Boden. Besitz und Eigentum sind zwei verschiedene Schuhe. Ich benutze manchmal das Wort Besitz, weil Sie es besser verstehen als Eigentum. Eigentum ist das Recht, über etwas zu verfügen. Das haben Sie nicht. Sie kriegen hier in dem System nur Scheinrechte. Ja? Sie haben keine echten Rechte in dem System, weil es keinen Gewährsgeber für Rechte gibt. Es gibt keinen Staat. Der Staat ist gegenwärtig handlungsunfähig. Deswegen hat man mir auch die Möglichkeit in die Hand gedrückt, den Staat neu zu errichten. Und die Rechtsnachfolge, das in der Vergangenheit handlungsunfähig untergegangenen Staates, in Anspruch zu nehmen, wenn Organisation und Struktur steht. Das hat man gemeinnützig bescheidet. Ich kann aber nicht verschweigen, dass wir auch als verfassungsfeindlich eingestuft werden. Das liegt wahrscheinlich daran, dass wir ein zinsloses Zahlungsmittel ausgeben. Das liegt daran, dass wir Menschen gesund machen. Das liegt daran, dass wir dieses System ja nicht mehr weiter tragen wollen. Ja? Deswegen sind wir als Verfassungsfeinde eingestuft worden, weil wir das friedliche Zusammenleben der Völker gefährden. Ja? Aber ich muss sagen, ich bin der einzigste gemeinnützige Verfassungsfeind in der Bundesrepublik Deutschland. Ja? Weil das Finanzamt gesagt hat, wir sehen das anders. Die einzigste Möglichkeit also, der Enteignung zu entgehen, ist, es in eine unzerstörbare Rechtsform hineinzustiften. Und das ist eine Stiftung. Eine Stiftung ist grundsätzlich etwas, was eigentlich unzerstörbar ist, weil die gibt es seit 1000 Jahren. Der Stiftungsvorstand ist beauftragt vom Stifter, mit dem Eigentum so zu verfahren, wie der Stifter es festlegt. Sie könnten also beispielsweise das Haus in die Stiftung Neudeutschland hinein zustiften, hätten nicht mehr das Eigentum an Grund und Boden und an Ihrem Haus, aber das Besitzrecht. Sie können also hineinschreiben, ich Stifter drücke meinen Willen aus und sage, ich stifte das Haus in Neudeutschland mit der Bedingung, dass ich weiter lebenslang drin wohnen kann und meine Enkelkinder auch noch. Ja? Denn wären wir als Stiftung verpflichtet, Ihr Haus zu erhalten. Wir müssten es also in seinem Wert erhalten. Das ist dann die Verpflichtung, die die Stiftung übernimmt. Ja? Das ist im Stiftungsrecht so geregelt. Und Sie könnten weiter da drin wohnen. Und nichts würde sich ändern, außer Ihre Eigentumsform. Das Besitzrecht haben Sie immer noch. Es ist nur nicht der Grund und Boden mehr in Ihrem Eigentum. Sie können es auch nicht verkaufen mehr. Ja? Das geht nicht mehr. Wenn es im Grundstückvermögen einer Stiftung ist, bleibt es da, ist nicht wieder rauszuholen. Niemand kann darauf zugreifen, niemand kann sie enteignen.
Wenn wir zu einem Staat werden, und das ist das, was ich eigentlich gerne vorhabe, ich möchte einen Staat wieder gründen. Deswegen hat man mir auch erlaubt, das zu tun. Man hat die Gemeinnützigkeitsbescheid mir ausgestellt dafür, eigene staatliche Strukturen zu schaffen und die Rechtsnachfolge in Anspruch zu nehmen, wenn Organisation und Struktur steht. Das russische Außenministerium, als auch die russische Botschaft, ist über die Dinge schon informiert worden. Die wissen das alles. Ja. Die sogenannten Besatzer. Ja. Und ich sage mal, ich bin nicht ein Mensch, der auf jemand anders zugeht. Ich mache immer nur das, was alles, was ist, mir vor die Füße wirft. Und wenn ich Papier aufhebe gerade da, dann hebe ich Papier auf. Und wenn ich eine Bank errichten soll, dann mache ich eben eine Bank. Egal. Was ansteht an Arbeit, wird von mir einfach erledigt. Das ist für mich völlig gleich, was das ist. Ja. Das heißt also, wenn Sie sich freiwillig dazu entschließen, Ihr Eigentum aufzugeben und es in diese Stiftung hineinzugeben, können Sie während der Stiftungserklärung hineinschreiben, was immer Sie wollen. Jegliche Rechte können Sie da reinschreiben. Und wir sind angehalten, das, was Sie als Willenserklärung festlegen, zu beachten. Oder wir können ablehnen und sagen, das tun wir nicht. Ich muss Ihnen sagen, bei mir kommen manchmal die abstrusesten Sachen an. Da kommt beispielsweise jemand, der hat einen Zwangsverstecker vor der Tür stehen. Ruft bei mir an und sagt, können Sie da was machen? Ich gebe Ihr mein Haus in die Stiftung hinein. Da sage ich, da muss ich aber belehren, dass das nicht danach wieder herausgeht. Weil wenn Sie das einmal zugestiftet haben, es im Grundstockvermögen einer Stiftung ist, kriegen Sie es nicht wieder raus. Ach so, ich dachte, nachdem der Zwangsvollstrecker weg ist, können Sie es mir wieder zurückgeben. Ich sage, nein, so etwas tun wir nicht. Ja. Sie sollten sich aber so genau überlegen, wenn Sie das tun wollen, können Sie es aus freiem Herzen tun. Entweder Sie vertrauen dem alten System, oder Sie vertrauen Menschen wie mir oder organisieren sich, gründen selber eine Stiftung von mir aus. Gibt es da irgendwie einen Prospekt über diese ganze Geschichte? Also ich muss Ihnen sagen, es gibt keinen Prospekt, es gibt das Internet. Ja. Und da werden Sie wahrscheinlich eine Woche zu tun haben, um alles durchzulesen. Super. Die Fragen, die noch offen sind, werden eigentlich bei Seminaren geklärt, die ich dann mache. Das sind Rechtsseminare. Da gibt es beispielsweise die Möglichkeiten des Vereins- und Stiftungsrechts oder beispielsweise, wie gründe ich einen Staat, wie nehme ich mich aus dem alten System raus. Wie melde ich mein Gewerbe ab? Unser Laden, der in der Innenstadt ist, der hat keine Gewerbeanmeldung. Seit 2 Jahren gibt es den großen Laden in der Innenstadt von Wittenberg ohne Gewerbeanmeldung. Das hier, denken Sie, dass irgendwelche Tätigkeiten, die wir machen, mit der Gewerbeanmeldung in Verbindung sind? Nein, wir haben keine Gewerbeanmeldung. Was machen wir nicht? Dann hätte ich die Industrie- und Handelskammer an der Backe, die Berufsgenossenschaft an der Backe, die GEMA an der Backe, das Finanzamt an der Backe. Gottes Willen, was soll ich damit machen? Das sind alles so eine Organisationen, die alle Geld haben wollen und nichts leisten für mich. Ja. Warum soll ich denen meine Kraft und meine Energie geben? Für was denn? Machen die was für mich? Nö. Bei Publizisten sind eigentlich alles angemeldet. Nein, da gibt es auch noch Wege. Ja. Aber wie gesagt, bei dem juristischen Seminar mache ich das. Aber jetzt wollte ich mal die Frage beantworten, die Dame hier hatte. Ja, es ist ja nun so, dass die meisten von uns, wenn wir ein Haus haben, das nicht voll bezahlt haben. Ja. So. Dann gehört dem das Haus wem? Der Bank. Richtig. So. Das heißt, wenn das Haus mir nicht gehört, oder die Wohnung, oder was auch immer... Können Sie es nicht zustiften? Kann ich es nicht stiften. Sie sind nicht der erstrangig Verfügungsberechtigte über Ihr eigenes Haus, sondern die Bank ist es. Das Haus gehört Ihnen nicht. Gut, meine Frage geht aber auch noch ein Stück weiter. Ja. Wenn wir jetzt erkannt haben, dass wir ein voll bezahltes Haus stiften können, schön ja. Gut. Aber wenn dieser Herr Hörmann, oder wie er mal heißt, was macht er denn so mit dem Otto-Normalverbraucher, der seine Hypothek dann noch laufen hat und monatlich abzahlt? Was wird denn passieren? Jetzt machen wir mal einen Spaß, einfach nur mal ein Gedankenkonstrukt. Stellen Sie sich vor, das Geldsystem crasht, die Zustände werden wie Griechenland noch viel schlimmer und das wird definitiv kommen. Denn was hat der Hörmann gesagt? Es ist rein heuer nicht zu bezahlen. Das Finanzsystem wird kollabieren. Was passiert dann? Können Sie dann weiter noch Ihre Schulden abzahlen? Aha. Wenn Sie Ihre Schulden weiter nicht abzahlen können, was tut die Bank? Pfänden, korrekt. Die pfändet das Haus. Nehmen wir mal als Beispiel, Sie haben eine Hypothek von 100.000 Euro aufgenommen und zahlen dann 200.000 Euro zurück, weil ja Zins und Zins ist Zins. Ne? Und Sie haben dann vielleicht 170.000 abbezahlt, dann haben wir 30.000 Restschuld oder nur 10.000 Restschuld. Was passiert? Sie werden enteignet, richtig? Sie werden gar nicht enteignet, weil Sie haben das Eigentum ja sowieso nicht. Man nimmt sich also nur sowieso, was einem schon gehört, und versteuert es, verkauft es an jemand anders. Für ein paar Mark. Richtig. Man hat doch schon 170.000 von Euro von Ihnen gekriegt. Auf die 30.000 kann man dann auch noch verzichten. Da kriegt man, die Kohle kriegt man auf jeden Fall rein von den 30.000. So funktioniert das System der Enteignung. Ja? Die Bank kann es für 30.000 verkaufen, denn sie hat nur noch 30.000. Und die hat 100.000 verdient trotzdem. Natürlich. Das ist keine Sauerei. Sie haben doch unterschrieben.
Was soll ich da sagen? Sie haben doch diesen Vertrag unterschrieben, haben es vorher gewusst, oder? Ganz ehrlich. Es ist Ihr freier Wille und den haben Sie hier in diesem Kosmos. Sie haben einen freien Willen und können jederzeit wählen. Sie können sagen, nee, das mache ich nicht. Dann müssen Sie nicht eine Mietwohnung nehmen so lange. Ja? Alles, was Sie hier auf dem Gelände sehen, ist bezahlt. Wir haben keine Kredite bei irgendwelchen Banken. Zwei Banken haben mich schon gemieden, muss ich sagen. Die erste Bank hat mich aus politischen Gründen gekündigt. Ja. Gut, da habe ich mir eine andere gesucht. Und die hat dann irgendwann auch kalte Füße gekriegt. Deswegen habe ich jetzt schon die dritte wählen müssen. Die Postbank, das ja nur Tochter der Deutschen Bank ist, die lässt mich jetzt einmal Ruhe, die lässt mich machen, muss ich sagen. Also ich habe scheinbar auch nicht gegen die Deutsche Bank, muss ich mal sagen. Ja. Die GLS-Bank hat mich nicht ewig behalten und die Hypo-Vereinsbank auch nicht. Ja. Naja. Warum nicht keine Ökobank? Das ist die Ökobank. Ökobank ist ja die GLS-Bank-Übergang. Richtig. Genossenschaftsbank für Leihen und Schenken heißt die, war ausgesprochen. Aber wie gesagt, das, weil wir ja im Prinzip als unerlaubtes Versicherungsgeschäft eingestuft wurden mit der Gesundheitskasse, war denen das zu heiß. Ja? Und da haben die dann auch gesagt, das trauen wir uns nicht mehr, da haben wir dann auch mit der Bankenaufsicht vielleicht. Ja? Und deswegen haben die da entschieden, mich nicht mehr weiter behalten zu wollen. Ja? Das Slavensystem, das wird ja in ganz Europa jetzt angewendet. Natürlich. Man macht jetzt einfach mal einen Test in Griechenland. Genau. Wenn es so gut läuft, wie die das wollen, dann wird es dann weitergemacht in Portugal, in Spanien. Frankreich. Dann kommt Frankreich dran. Ja, alle so nacheinander, immer Schritt für Schritt. Das ist ein Fürstentum, das geht nicht. Wie bitte? Frankreich ist ein Fürstentum. Na ja, das geht auch. Es geht alles. Was haben sie denn alle gemacht? Sie haben sie alle unter EU-Recht gestellt. Genau. Richtig? Genau. Aber wisst ihr, aus der EU kann man auch wieder rausgehen. Aber was wir hier gründen, ist nicht innerhalb der EU. Die Bundesrepublik Deutschland hat sich in die EU eingebunden. Das ist ein Verwaltungsgebilde. Im Artikel 133 Grundgesetz lesen Sie folgendes wörtlich. Der Bund tritt in die Rechte und Pflichten der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes ein. Der Bund ist also ein Verwaltungsorgan einer Firma. Ja? Sie leben also in einem Verwaltungskonstrukt einer Firma. Deswegen haben Sie einen Personalausweis. Sie sind Personal einer Firma. Sagt man Ihnen doch ganz klar und offensichtlich. Ja? Sie haben keinen Personenausweis über Person, sondern Sie haben eine juristische Person aufgedrückt gekriegt. Man könnte sagen Persona, sagt man auch Maske. Im griechischen Theater war das so. Ja? Die Seele hat sich in Fleisch gekleidet und Sie als Unbewusster rennen hier rum mit Ihrer Maske und haben eine Ego-Persönlichkeit und meinen, wer zu sein. Und solange Sie Ihr Ego behalten und nicht zu Ihrer vollen Bewusstheit gekommen sind und zu Ihrer Übernahme von konsequenter Eigenverantwortung, Ihre Seele hier leben, solange sind Sie Sklave. Finden Sie im BGB § 1, gucken Sie mal rein, Kommentar BGB, da steht drin, sollte ausländisches Recht natürlichen Personen, in Klammern Sklaven, die Rechtsfähigkeit vorenthalten, ist es gemäß Einführungsgesetz § 6 BGB im Inland nicht zu beachten. Aber den Staat als Gewährsgeber gibt es nicht. Deswegen sind natürliche Personen im Verwaltungskonstrukt hier als Personal dieser Firma Sklaven, juristisch betrachtet. Und solange Sie diese Maske, Ihre Persönlichkeit, Ihres Egos aufrechterhalten, ist es vollkommen in Ordnung, dass man Sie so versklavt hat. Weil Sie verhalten sich doch wie welche. Darf ich jetzt mal das so frecherweise sagen? Ja? Gut. Machen Sie mal, ja. Wenn wir jetzt angenommen, man hätte ein Haus, das ist belastet, erstmal, erste Frage, die Bank ist eine reine Guthabenkasse. Also es würde jetzt nicht die Möglichkeit bestehen, dass man auf den Wechsel die Bank stellt. Nein, das geht noch nicht. Gegenwärtig ist, wir wollen daran arbeiten, dass wir auch in dem BAD-System noch eine Bank errichten. Ich habe mich in der Bankenaufsicht diesbezüglich schon in Verbindung gesetzt. Es braucht 7,5 Millionen, um eine Bank zu errichten im gegenwärtigen System. Dann hätten wir eine eigene Schnittstelle im Prinzip, ja, zum alten System. Aber gegenwärtig muss ich die Postbank noch nutzen als Schnittstelle zum alten System. Wir sind eine reine Anlagebank, könnte man sagen, wo Sie Ihre Finanzmittel, die Sie haben, Wert sichern können. Denn wir gehen mit Ihren Finanzmitteln in Sachwerte, die wiederum einen Mehrwert erzeugen können und uns unabhängig machen und Autarkie schaffen. Und irgendwann, wenn sich das dann mal... Wenn Sie sagen, ich soll das tun, für Sie mache ich das gerne, aber da brauche ich 7,5 Millionen an Finanzmitteln. Und ich brauche zwei EMI-Bankdirektoren, die sagen, jawohl, ich habe die Schnauze voll vom alten System, ich will eine neue machen. Dann mache ich es gern. Denn dauert die normale Verfahrensweise so ein halbes, dreiviertel Jahr. Aber ich habe sehr gute Kontakte zur Bankenaufsicht. Ich glaube, die machen das mit mir etwas schneller.
Meine Frage, wenn man da jetzt ganz rausgehen würde aus dem aus der Bundesrepublik. Ja. Was hat das für Konsequenzen? Da kriegt man ganz schlechte Informationen zu. Heißt das? Das würde ich sagen. Dafür mache ich so ein Seminar, das dauert 2 Tage. Denn da sind eine Menge Dinge erforderlich. Und da kann man auch Fehler machen. Und wenn sie Fehler machen, kriegen sie einen auf die Birne. Ja, das passiert sehr vielen Leuten so, die nur Halbwissen haben. Und ich sag mal, es gibt wenige die Leute, die sich im Juristerei so gut auskennen, um dann keine Schwierigkeiten mehr zu kriegen vom alten System. Ja. Da findet man auch nicht so viel drüber. Ja, ich bin aus dem alten System raus, man kann mich nicht mehr laden. Die Richterin beim letzten Verhandlung, wo ich freiwillig hingehe, hat sie gesagt, Herr Witzig, ich habe hier noch eine Sache, wie eine Uwix-Sache. Was machen wir denn da? Dann habe ich gesagt, ich weiß nicht, ob ich mich in Ihre Sachen einlassen will. Ja, ich weiß, hat sie gesagt, wir können Sie ja nicht mehr laden. Ich sage, richtig. Ja, das ist wegen dem Laden, sagt sie. Ach, ich sage, ach, wegen dem Laden, der 2 Jahre keine Werbeanmeldung hat. Ja, hat sie gesagt. Ach, ich sage, das möchte ich doch gerne. Dann fragt die Richterin mich, ja, wann haben Sie denn Zeit? Ja. Ganz andere Kiste schon, genau. Die sagt mir nicht mehr, wann ich zu erscheinen habe, ja, und lässt mich vorführen, das kann sie nämlich nicht mehr, ja. Sondern sie fragt mich, wann ich Zeit habe. Und im ersten Verfahren wegen Kennzeichenmissbrauch, also ich bin mit eigenen Kennzeichen gefahren, müsst ihr euch vorstellen, ich habe also eigene Kennzeichen hergestellt, an meinem Auto rangepappt. Ja. Bin durch die Gegend gefahren, sage ich mal so, ja. Ich habe die auch unten am Stand, da könnt ihr euch mal angucken. Ja, dann kam die Polizei, hat mich angehalten, habe ich ihnen das Jurist die rechtliche Lage erklärt, haben sie mich weiterfahren lassen. Aber als ich dann mein Auto auf den Parkplatz gestellt habe, abends um 8:30 oder 9, wo es schon dunkel wurde, noch später, sind sie heimlich gekommen, haben geguckt, ob jemand guckt und haben es abgeschraubt. Ich also nächsten Tag hin, ja, sag, wer war's? Ich war's nicht, hat er gesagt. Später habe ich dann herausgekriegt, es war ein Polizist, der war der Einzige, der so mutig war, das zu machen, weil es war ja auch ein Privatparkplatz, ist ja Diebstahl, korrekt. Ja. Am Privatparkplatz kann ich abstellen, was ich will. Ja. Und da hat man mich angeklagt wegen Kennzeichenmissbrauch in der ersten Instanz. Ich will meine kleine Geschichte erzählen, warum noch nicht, ja. Es ist aber nicht die Gesundheitskasse. Und in der ersten Instanz habe ich ja gewusst, dass der Richter Recht beugen muss. Er kann ja als Systemrichter nicht aus seiner Haut. Ne? Und er hat mich dann zu 3 Jahren Bewährung mit 4 Monaten Gefängnisandrohung bestraft. So viel, ja. Na, ich habe doch ein langes Vorstrafenregister. Ja, ich nehme Verwaltungsbeamte fest und so eine Sache. Da glauben Sie doch nicht, dass man da irgendwie ja, so unbescholtener Bürger ist. Ne? Ich fahre auch viel zu schnell, muss ich sagen, ja. Ich habe sehr viel zu tun, muss ich sagen. Und deswegen ist es so, wenn ich normale Geschwindigkeit fahren würde, würde ich nur die Hälfte von dem schaffen, was ich hier auf die Beine gestellt habe. Also wissen Sie, wie ich fahre. So, also haben denn die Polizisten, wie gesagt, das abgeschraubt. Ich hatte noch einen zweiten Satz da. Dann habe ich den rangeschraubt und habe mal versucht zu klären, was denn dann so los ist. Ne? War ich vorher beim Fachbereichsleiter Straßenverkehrsamt und habe dem erklärt, guck mal so und so, Straßenverkehrsgesetz, § 22 sagt aus, es ist eine Straftat, wenn man Kennzeichen herstellt, die den Anschein amtlicher Kennzeichnung hervorrufen. Und das macht mein Kennzeichen nicht. Nimm mal einen Augenschein, guck mal, sieht ganz anders aus als eure amtlichen Kennzeichen. Ne? Hat er mir das bestätigt und sagt, ja, die sehen nicht wie BRD-Kennzeichen aus, die könnte ich nicht zulassen. Ich sage, na prima, genau das wollte ich hören, nichts anderes. Also, ich rangebapp, wie gesagt, ja, und beim ersten Verfahren war es dann so, dass ich ganz viele Zuschauer eingeladen hatte. Und dann waren so 30 Leute im Zuschauersaal und ich habe einige davon schon mal, die waren schon mal zum Rechtsseminar, die wussten dann, dass man den § 27 Strafprozessordnung vorläufige Festnahme ja durchaus auch für den Richter nutzen kann. Wenn der denn Rechtsbeugung mit dem Amt macht, das ist ja eine schwere Straftat. Ne? Also, erster Tag der Verhandlung, ein Zeuge nicht erschienen. Ich habe § 25 Strafprozessordnung, die Anweisung so an die Zuschauer verteilt, habe den Staatsanwalt in die Hand gedrückt, dem Richter in die Hand gedrückt. Alle haben geguckt und wussten, oh, was ist denn jetzt los? Ne? Denn beim zweiten Mal kam der Zeuge auch wieder nicht, weil der Zeuge, der wollte die Aussagen nicht machen, der hat nämlich nicht sozusagen angezeigt gehabt bei der Polizei, dass der ja einer fährt mit eigenen Kennzeichen, das kann ja nicht sein, so in der Richtung. Ne? Ein gewisser Herr Nunweiler, aber naja, der ist Mitglied der Stadtwache, warum auch nicht, soll er mal machen, der muss ja aufpassen, dass alles seine Richtigkeit hat, ist ja auch in Ordnung. Zum Glück hat er das gemacht, muss ich sagen, sonst hätte ich jetzt das Verfahren nicht. Und jetzt bin ich dann zum Landgericht gekommen, weil wir dann auch später Berufung eingelegt haben. Die Staatsanwaltschaft hat seinerseits auch Berufung eingelegt, weil das Strafmaß fand sie als zu milde. Und dann ist es also zum Landgerichtsprozess gekommen und ich habe dann der Richterin schon die neuen Kennzeichen gezeigt für Deutschland. Die habe ich unten da, könnt ihr euch mal angucken. Denn.
Da ist dann also unsere Neudeutschland-Flagge drauf, auf der linken Seite, wo Europa-Kennzeichen ist, mit schwarz-rot-gold, schwarz ist unten, ne, mit der aufgehenden Sonne. Und der schwarze Balken geht bis zur Hälfte und da steht dann weiß groß Deutschland drin. Und oben drüber sind dann kleine Zahlen und rechts große Buchstaben. Habe ich ihr gesagt, das wären die neuen Kennzeichen für Deutschland sind, weil ich habe ja den Auftrag, den Staat so zu errichten, ne? Das werde ich auch ernst nehmen. Und dann hat die Richterin da ihr Theater gemacht, sage ich mal so, ne? Weil gesetzliche Richter gibt es ja in der BRD nicht. Ja, und dann, als ich das alles so gezeigt habe, hat sie dann entschieden, nachdem sie 25 Minuten draußen war, bei der Urteilsfindung, hat sie wahrscheinlich mit der Staatsanwältin geredet, mir keine Bewährungsstrafe zu geben, sondern mich nur noch zu einer Geldstrafe zu verurteilen. Hat den Tagessatz auf 12 Euro festgelegt, oder waren es 10 sogar bloß, ja, und hat mir dann gesagt, also Sie können das ja auch in Raten abbezahlen, wenn Sie wollen. Und wenn sich Ihre finanzielle Situation ändert, dann können Sie das auch gemeinnützig abarbeiten. Ne? Ich kenne ja eine Menge Vereine, wo ich was tun kann. Ja. Das passiert mir öfters, muss ich sagen. Sowas. Ja. Und jetzt geht es auf jeden Fall dann vor das Oberlandesgericht. Denn stellen Sie sich mal vor, ich hätte jetzt also vom Amtsgericht einen Freispruch gekriegt. Würde der Ihnen was nutzen? Amtsgerichtsurteil nutzt gar nichts. Wenn ich vom Landgericht einen Freispruch gekriegt hätte, dann hätte ich einen netten Zweizeiler gekriegt. Hätte er mir was genutzt? Nee. Also muss ich vor das Oberlandesgericht. Also muss ich den Prozess in der zweiten Instanz verlieren. Damit ich dann in Revision, also nochmal, Vision, wieder anschauen, vor das Oberlandesgericht ziehen kann. Und wenn ich dann einen Freispruch kriege, dann habe ich einen Freibrief in der Hand. Dann kann ich nicht zum Polizeichef gehen und sagen, Herr Polizeichef, gucken Sie mal, Sie haben die Kennzeichen abgeschraubt damals wegen Verletzung des § 22 Straßenverkehrsgesetz. Ne? Kennzeichen Missbrauch. Hier ist mein Urteil, ich bin dafür freigesprochen worden. Und meine Kennzeichen erfüllen nicht diesen Straftatbestand. Sie können also diese hier nicht mehr abschrauben. Und wenn ein Polizist kommt,